Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, die Möglichkeit, ohne de facto Existenzvernichtung aus finanziellen Sackgassen herauszukommen, ist eine Errungenschaft, die man kaum hoch genug hängen kann. Sei es jetzt für Private oder Unternehmer, das Konkursrecht, die Insolvenzordnung, alles gut über die Zeit entwickelte Institute im deutschen Recht. Die EU-Richtlinie 1023 aus 2019, die ordnet nun an, dass die Restschuldbefreiung von regulär 6 Jahren auf 3 Jahren halbiert zu werden hat. Auch Berufsuntersagungen müssen zwingend nach dieser Frist wieder erlöschen. Daran ist Deutschland leider unionsrechtlich gebunden. Und es liegt hier nun mal wieder ein Paradebeispiel vor, wie A, Ansätze aus ganz anderen Rechtskreisen sich einfach durchsetzen und B, diese Bundesregierung beim Ausrambolen der ganzen Sache in Brüssel einfach versagt hat. Straßburg lasse ich hier mal weg, das Scheinparlament hatte da wenig zu sagen. Also, wir halten die Möglichkeit, in 6 Jahren bei Zugeständnis einer moderaten Lebensführung seine Schulden erlassen zu bekommen, die sind dann weg, für völlig ausreichend und fair. Selbst wenn man in den Fällen der Privatinsolvenzen, Verbraucherinsolvenzen leichtfertiges Konsumverhalten für vernachlässigbar erklärt, was wir explizit nicht tun, dann ist das deutsche System mit Anreizen zur Gläubigerbefriedigung, mit dieser Quotelung gut austariert gewesen. Und zwar sind die 3 Jahre jetzt noch deutlich besser als das eine Jahr, was man allgemein als Endziel ausmachen kann. Aber es geht ja auch hier schon los. In einem Änderungsantrag wollen die Grünen das Eingehen von Verbindlichkeiten während dieser Zeit quasi freistellen. Erbschaften und Lottogewinne, die sollen dann nicht mal den Gläubigern zustehen. Und die Sperrfrist nach erfolgter Entschuldung für ein weiteres Insolvenzverfahren, die soll dann nicht mal erhöht werden, was hier ein kleiner Ausgleich für die Halbierung der Insolvenzdauer hätte sein können. Prost Mahlzeit, wenn dann nächstes Jahr das Tandem Söder-Habeck an den Start geht, denn dann wird das Gleichgewicht Erlass für den reuigen Schuldner und Geldverzicht der Gläubiger. Dieses Gleichgewicht wird dann unter Umständen komplett über Bord geworfen. Merkwürdig, dass die FDP hier in ein ähnliches Horn stößt, wobei die Ablehnung der Versagung der Restschuldbefreiung von Amts wegen, die ist zu begrüßen, den Gläubigern ist da weiterhin ein Antrag im Verfahren zuzumuten. Und bei den kurz vor knapp eingereichten Anträgen der FDP zum Sonderrecht, da hätte man sich eher auf den Schadensersatz für die Unternehmen konzentrieren sollen. Und meine Damen und Herren, freilich ist die Aussage der Regierung, dieses Gesetz sei jetzt eine Corona-Maßnahme, an sich Quatsch. Hier wird einfach der Befehl aus Brüssel umgesetzt und ein bisschen Kosmetik drumherum gepackt. Richtig ist, dass Einzelunternehmen und Verbraucher durch die harten Lockdown-Maßnahmen leiden. Die AfD hat Aussetzungen der Insolvenzantragspflicht nur streng befristet begrüßt. Es wird noch eine riesige Konkurswelle auf uns zukommen, und die wird nicht dadurch besser, dass man sie zombifiziert oder hinauszögert. Die Linken, die stellen hier erneut die üblichen Begleitanträge auf Schuldnerberatung auf Kosten der Gläubiger. Das gibt es anders gelöst bereits in Gemeinden und Kommunen, gehört hier nicht her. Was aber hierher gehört, ist die Feststellung, dass auch das beste und angenehmste Insolvenzverfahren schlussendlich ein Scheitern darstellt. Ein Scheitern, das in den nächsten Monaten hunderttausendfach auf ihre Kappe gehen wird. Durch erratisches Handeln dieser Regierung sind gesunde Geschäftsmodelle massenhaft hinfällig geworden. Wir sind gespannt auf die Medizin, aber leider wird bis dahin wohl amputiert werden müssen. In diesem Sinn einen frohen Weihnachtslockdown. Vielen Dank. Danke Ihnen. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Jan-Marco Ludjak.